Wir wissen ja, was Sinn und Zweck der Veranstaltung heute gewesen ist und natürlich nehmen wir sportlich auch gerne mit, das macht ja auch sportlich Sinn, aber wir wissen natürlich schon, dass in erster Linie darum ging, sich solidarisch zu zeigen mit Alemannia Aachen und vor allen Dingen den Verein zu unterstützen in einer schwierigen Phase und dessen waren wir uns schon bewusst und es ist schön, dass wir zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen konnten. Ich denke, dass man im Rheinland auch untereinander bei aller Rivalität, die man vielleicht auch hat, sich in schweren Zeiten auch unterstützt und da behilflich ist und deswegen war das eine gelungene Sache heute für uns. Wir haben zwei Spiele wirklich auch gut gemacht. Wir haben gut nach vorne gespielt, sehr zielstrebig nach vorne gespielt. Wir haben uns viele Chancen und auch einige Tore richtig klasse rausgespielt und haben eigentlich das, was uns zuletzt in der Bundesliga ein bisschen gefehlt hat, dieser Zug zum Tor, dieses gute Herausspielen von Situationen heute gehabt. Natürlich nicht auf dem Niveau, das ist auch klar. Es war ein Freundschaftsturnier, wir wissen das schon einzuschätzen. Trotzdem war es positiv und wir nehmen im Moment so positive Eindrücke auch gerne mit. Jetzt können wir mal eine Woche lang konzentriert trainieren und können auch jede Woche auch ein bisschen Gas geben und dann am Wochenende mal zwei Tage frei machen, um mal wieder den mentalen Akku auch ein bisschen aufzuladen. Ich denke, das tut dann auch dem einen oder anderen ganz gut. Locker, aber sicherlich auch im Moment in einer Situation, wo du sehr konzentriert dabei bist, weil wir im Moment schon sportlich sehen müssen, wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Und nochmal, da war die zweite Halbzeit gegen Bayern sicherlich ein Schritt nach vorne. Wir haben gut trainiert, wir haben heute gut gespielt und so wollen wir jetzt weitermachen und vor allen Dingen konsequent so weitermachen.